Alter Falter! Freunde, hallo und herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, Flipfloyd nämlich. Zumindest, wenn es um 360 Gramm Unterhaltung, ja, links, rechts, pro Seite geht, dann seid ihr genau hier, genau richtig und ich bring's mal auf den Punkt. Paul wird Vater, ich bin Vater, Olli ist im Geiste 9 Jahre alt. Wir sind also statistisch gesehen alles Sinn, Florian. So sieht's aus. Also sind wir die perfekte Kombo, um uns hier Kinderinfluencer zu jung, zu fame, zu freizügig. Diesen Fragen stellen wir uns heute, also würde ich jetzt mal sagen, rein in die Debatte. Schwierig. Let's go. Stell mal, wenn ihr ein Kinderinfluencer seid und minderjährig, dann schaut dieses Video bitte nicht an oder nur mit euren Eltern zusammen. Okay, erst gleich, ich bin raus. kennt ihr das, wenn das Video bei Watch Together startet und es macht so ein hat so einen kurzen Aussetzer? Ja, ja. Also ich denke jetzt, wir gucken ein Video über Inder-Influencer. Wird auch spannend. Ja, wer kennt's? Natürlich. Aber entweder sind es Kinder-Influencer oder sie sind minderjährig. Trotzdem sagen, es ist ein Beruf. Einer, der zwar nicht den üblichen entspricht, aber oft mit einem sehr hohen Einkommen einhergeht. Und in einigen Fällen mit enormem psychischem Druck. Im ständigen Wettstreit mit Algorithmen, auf der Suche nach Aufmerksamkeit und permanent konfrontiert mit Hasskommentaren. Umso überraschender ist es, dass immer mehr Kinder und Teenager diesen Beruf ausüben. Und ich meine nicht zum Zeitvertreib oder aus Spaß, ich meine so richtig mit täglichen Postings, Werbekooperationen und Hunderttausenden Abonnenten. Vor einigen Wochen habe ich ein Video zum Thema Familienblogger gemacht, welches ich immer noch dringend anzusehen empfehle. Heute soll es aber nicht um Mamis und Daddys gehen, die sich ihren Maledivenurlaub damit finanzieren, ihre Kinder in Schleimbadewannen zu stecken. Können wir uns kurz über die Bilder im Hintergrund unterhalten? Ist das ein stummer Schrei nach Hilfe, weil sie ein krasses Alkoholproblem hat? Ja. Okay, I see. Wahrscheinlich. Da gibt's Profis, die können helfen. Heute geht es um ältere Kinder. Geht es um ältere Kinder und Jugendliche, die ihren Account selber führen oder mit der Hilfe ihrer Eltern. Sie selbst sind aber immer die Protagonisten. Für dieses Video habe ich mir einige erfolgreiche Influencer-Kinder aller Altersgruppen angeschaut. Einige, die mir bei der Recherche besonders ins Auge gestochen sind, werde ich euch jetzt vorstellen, damit diejenigen, die überhaupt keine Ahnung von dem Thema Zoom ist haben, gruselig. Sich mal so ein grobes Bild machen können. Nur als Disclaimer, es gibt... Das ist leider auf YouTube so eine Sache, ne? Dass Leute Zooms völlig... Also das ist uns zu so einem selbstlebenden Stilmittel geworden. Ja, ne? Aber warum zoomt das so rein und dann kommt der Cut wieder nach draußen. Das ist so, mach mal nicht. Das ist wichtig. Es ist das wirklich creepy Zoom. Das ist wichtig. Noch deutlich mehr, aber das hier waren die auffälligsten und ich konnte sie auch relativ schnell in zwei Kategorien aufteilen. Da wäre einmal die Kategorie Nummer 1, das Popular Girl. Kann sein, dass es auch Jungs gibt, ich habe aber eigentlich nur Mädchen gefunden. Es handelt sich um Teenager, die entweder den westlichen Beauty-Standards entsprechend richtig gut aussehen, immer die neueste Mode tragen oder richtig gut in einem Hobby sind. In den USA sind diese Kanäle noch wesentlich erfolgreicher, ich möchte euch hier aber mal ein paar Deutschsprachige vorstellen. Marvinuel, bürgerlich. Schade, ich wollte gerade fragen, kennt ihr in dem Bereich irgendeinen Influencer? Vielleicht, wenn ich was sehe, habe ich habe ich schon mal auf TikTok gesehen, Ding. Aber ich kann jetzt niemanden mit Namen nennen. Okay. Es gibt, nee, mit Namen nicht, aber es gibt diese eine. Doch. Wie heißt er? Unser Boy. Kevin. Nee, unser Boy, der in jeder Cringe-Compilation ist. Ja, ich weiß, wen du meinst, ich komme auf seinen Namen nicht. Kelvin, oder? Ja, ich glaube Kelvin, ja. Aber es gibt doch diese eine, auch TikTokerin, dieses Mädel, die ist, glaube ich, inzwischen volljährig, aber war dancemäßig und die wir komplett erlebt haben, waren ja Lisa und Lena. Stimmt. Die haben wir komplett erlebt als Minderjährige. Ne? Stimmt. Noch ist ja auch. Auf jeden. Stimmt. Ja, auch. Auf jeden. Und alle anderen jungen Influencer, die mir gerade berühmt sind. Heute alles erfolgreiche Geschäftsleute, ne? Ja. Ich mal wie geboren am 12.2007, 13 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Wie du googeln kannst, das stand da. Naja, stand ihr Alter und ihr Nachname, ja. Okay, cool. Na, da unten steht es gerade auch gerade Quelle. Ihr Name, ihr Geburtsdatum. Olli, ihr Geburtsdatum ist nicht 2016, Alter. Nein, da ist das Foto gemacht. Achso, das ist das Foto, aber davor stand halt ihr Alter. Ja. Also, das kann man auch rechnen. Ja. Nun. So, jetzt noch schnell abtauschen.
trocknen und was Gemütliches anziehen. Hier habe ich noch ein selbstgemachtes Eis gefunden. Lecker. 733.000 YouTube-Abonnenten. Emilia Horn. Krass. Sowas finde ich unangenehm beim Zugucken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es mir unangenehm. Bin ich hundertprozentig bei dir, weil ein Kind etwas tut, was du sonst nur von Erwachsenen kennst und sich verhält wie ein Erwachsener. Und das ist halt creepy as fuck. Also finde ich auch. Ja, irgendwie ist es creepy, ne? Ja, aber wir sind so dieses Geskriptete, weil ein Kind so nicht redet. Ja. Ja, da merkst du, die haben Bilder aufgenommen, die Eltern haben Text geschrieben und das Kind sollte vorlesen. Ja. Wahrscheinlich. Nehme ich an. Geboren am 2006, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Psst, du hast keine Gesichtscreme? Dann nimm doch einfach Bilou. Riecht gut und pflegt gut. 97.000 Instagram-Abonnenten. Ilias Welt, bürgerlich Ilia, geboren im August 2006, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Rechter Arm, linker Arm, überkreuz und Arme hoch. 327.000 YouTube-Abonnenten. Marina und die Ponys, bürgerlich Marina, geboren am 9.01.2006, 15 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Was ist das für ein Foto? Foto macht mich gerade völlig fertig. Posiert sie mit Rindenmulch oder was? Sie konnte danach auch nicht aufstehen, weil ihre Beine taub waren. Was ist das? Also ist das Pferdefutter oder was? Würde ich mal sagen. Ja, irgendwie sowas. Struktur Equichamp, Alter. Ach krass, okay. EMH, Vitalität, Kraft, Wohl und Gesundheit. Hol ich mir auch. Steht da Wohlbefinden, ja. Mach ich mir morgens. Sinn. Und Darm. Kraftfutter. Das sieht nach so einer Koro-Großpackung aus. Dieser Pfeil, auf dem Darm steht, aber nicht, was es mit dem Darm macht, finde ich gut. Einfach Darm. So wie Captain Planet, weißt du? Der macht das Feuer. Du kaufst dir eine Pizza und da drauf steht einfach Magen. Ja. Oh, schön. Hi, Leute. Heute zeige ich euch mal mein Haul. 140.000 YouTube-Abonnenten. Und Coco Basics, bürgerlich Coco, geboren am 1.2007, 14 Jahre. Finde ich nicht jung, okay. Aber schon deutlich länger aktiv. 260.000 Instagram-Abonnenten. Coco wirkte erst zuletzt in einer sehr guten Doku auf Vox mit, von der ich euch auch noch einige Ausschnitte zeigen werde. Deswegen ist sie vielleicht vermehrt sichtbar. So viel zum Popular Girl. Nice. Kommen wir jetzt Content zur zweiten ID Strike Kategorie. Incoming. Die nenne ich sonstige skurriler Kinder-Content-Producer. Soll ich es nicht abwerten? Geil, sie hat ihre zwei Kategorien in Popular und sonstige geteilt, Alter. War auch für mich so. Was? Wenn du Teil des Problems bist. Klingen, aber Kinder und Teenager abseits dieser Popular Girls bedienen meistens sehr nischige und skurrile Kategorien. Oft sind es Videos, die einfach für Kinder ausgerichtet sehr sind nischig, und auf den Erwachsenenbetrachter recht stupide und stumpf wirken. Johann Loop, bürgerlich Johann, geboren am 11.2010, 11 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 243.000. Lol, wie er einfach auf diesem Foto aussieht, wie so ein Frontmann von so einer 90er Jahre ja, so Hip-Hop-Rock-Band. Oder? Ja. Sag mal nicht. Wirklich. YouTube-Abonnenten. Macht unter anderem 24-Stunden-Challenges oder Pokémon-Pack-Booster-Opening. Ist das schon ein Glücksspiel? Milays Welt. Nein. Bürgerlich Milay. Geboren am 3.2009, 11 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 936.000 YouTube. Boah, Alter. Krass. Das ist krass, aber können wir ganz kurz zurückkommen dazu, dass sie Trimax skurrilen Kinder-Content-Produzenten genannt hat, sozusagen. Ja. Einfach so eiskalt. Oder die Paul-Brüder. Oder ja, alle oder anderen. Alle anderen. Einfach alle. Macht um Vlogs, zum Beispiel aus dem Krankenhaus, aus dem Pool oder mit einem Schimpansen. Was? Wer hat denn hier Skript geschrieben? Können wir uns kurz darüber unterhalten, dass dieses Tier ihr einfach das Gesicht abreißen kann im nächsten Moment, Alter? Können wir darüber reden, dass das Tier sie voll süß sauber macht und sie dazu macht? Ja, Paul, ist sofort ist unsympathisch. Kind. Der Affe riecht wahrscheinlich auch ein bisschen. Das ist mir doch egal. Wenn die ins Business einsteigen will, dann muss sie die Kritik jetzt ja auch annehmen. Das stimmt wohl.
Lass dir das sagen, du Kind. Du so. Kind von drei weißen Männern. Ja. Abgesehen davon, dass die ersten Peter-Aktivisten vermutlich gerade Schnappatmung bekommen, kurzer Disclaimer, mach das bitte nicht nach. Affen sind sehr gefährliche Tiere. Und warum genau halten die Eltern so drauf, als der Affe dem Kind die Unterhose auszieht? Muss man nicht verstehen. Wir machen weiter. Da wäre noch alles Ava, bürgerlich Ava, geboren am 6.2011. 10 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 855.000. Warum sagt sie das bei jedem? Macht unter anderem Pool-Videos und Spielzeug-Geschichten-Videos. Wie oh, zum Beispiel, die Dinger sind skurril. Hilfe, meine Babyborn hat Sonnenbrand. Was? Ich hab schrecklich Sonnenbrand. Ja, Mami, mir tut die Haut auch ganz schrecklich weh. Oh nein. Oh, Alter, ich hab grad cringe. Ich hab. Oh nein. Leute, wir haben ein neues Format am Mittagstisch. Oh Gott, ich hab. Alter, was oh. Fick, ey. Also. Aber dass die Mutter dann da auch noch so mitspielt. Und sorry, dann das nicht mal als Off-Text, sondern einfach so live in die Kamera, Alter. Ich hab richtig Cringe-Gänsepelle gerade, ey. Das ist von Milchbomben-Content jetzt aber auch nicht so weit weg. Bruder, das nimmst du zurück. Das hat Milchi nicht verdient, ey. Das stimmt. Holy. Und dann noch die Jüngste in der Runde, Clariel, bürgerlich Clara, geboren am 2011. Gibt's nicht ein Mindestalter für Instagram und sowas? Aber deutlich länger aktiv. 156.000. Ja, wenn die Kanäle, unter anderem, nee, wenn die Kanäle von den Eltern geführt werden und erstellt werden nicht. Und so, dann easy going. Okay. Gut, gibt stimmt's. Ja nichts, was dich daran hindert, auch in den AGB und Thorsten nicht über deine Kinder was zu posten. Krass. Ja. Twin Telepathy Challenges oder 10 Arten Videos. Ich hab gewonnen! Praktischer Side-Fact, ihre 4-jährige Schwester wird in diesen Videos gleich mitvermarktet. So, jetzt seht ihr schon, in welche Richtung es geht und dabei hat ich das Video jetzt noch gar nicht richtig angefangen. Hätte jetzt gern 10 Arten Video von ihr gesehen, warum tatsächlich. Warum hat die das so komisch vorgelesen? Das ist ein stilistisches... Wir haben bestimmt 10 Arten von Space Rock Videos gemacht. Hallo, was hast du nachgemacht? Heute geht es um 10 Arten von Serienmördern. Und dann, die Spaceys haben jetzt schon wieder was mit Alkohol gemacht. Mama, ich will nicht schon wieder den ganzen Alkohol trinken. Doch, wir machen genau das. Heute mache ich und meine 4-jährige Schwester den Billigbiertest. Mami, können wir nicht mal einen normalen Adventskalender kaufen? Nein. Das Whisky-Special. Dass ich wirklich alles über diese Kinder weiß, obwohl ich sie nicht persönlich kenne. Wie sie bürgerlich heißen, wo sie wohnen, wie ihr Kinderzimmer aussieht, an welchem Tag sie Geburtstag haben und wie alt genau sie sind. Moment mal kurz, das sehe ich ja jetzt erst. In der zweiten Kategorie sind ja alle Influencer 11 Jahre oder jünger. Wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich so alt war. Will ich mal, früher mussten Pädophile solche Daten teuer kaufen. Ja. War ich mir der Konsequenzen und der Verantwortung meines Handelns bewusst? Ich glaube nicht. Aber die Jugend von heute, die sind ja viel früher, die sind ja viel schneller in ihrer Entwicklung. Vor allen Dingen die Bilder Die Bilder von Kindern, deren Alter noch nicht mal zweistellig ist, also nennt mich altmodisch, nennt mich konservativ, aber so ein Kind muss kein Bikini tragen. Nein, auf keinen Fall, da bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Das macht statistisch gesehen alles Sinn, Florian. Ja, sage ich auch immer. Habe ich nicht zuletzt gelesen, dass die meisten Plattformen, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, ab 13 Jahren sind? Ja, und das bringt mich zur ersten Frage. Die Eltern laden die Bilder hoch und managen das und machen Fotos von ihren Kindern. Wird sie wahrscheinlich auch ansagen. Oh. In diesem Video. Wie alt muss bzw. darf ein Influencer eigentlich sein? Und weil ich hier eine fachlich fundierte Meinung haben wollte, habe ich einfach mal einen echten Rechtsanwalt angefragt, ob er mir eine Einschätzung liefern kann. Wetten wir? Mein Scherzanwalt. Ja, so hat sie es gesagt. Diesmal habe ich einen echten Anwalt gefragt. Und nicht wieder meinen Nachbarn, der sich eine schwarze Robe angezogen hat und so getan hat, als wäre Richter. Ja. Wollen wir Wetten abschließen, ob er jetzt Solmecke kommt oder nicht? Nee, ich hoffe. Immer wenn einer mit so einer Ansage auf YouTube kommt, kommt eigentlich Solmecke. Ich werde sehr enttäuscht, wenn das nicht ist. Nee, ich sag nein. Okay. Ich sag auch nein. Ich sag, das ist irgendein Bekannter von ihrer Mutter oder ihrem Vater. Okay, ich sag ja. Für gewisse Plattformen sein muss und warum. Die Social Media Plattformen haben allgemein
Geschäftsbedingungen. In diesen Respekt, allgemeinen Ali. Geschäftsbedingungen steht, ab wann man eine Social Media Account dort jeweils eröffnen kann. Da gibt es zum Beispiel auch eine Altersgrenze ab 16 bei manchen Plattformen. Warum ist das so? Naja, die Datenschutzgrundverordnung, die gestattet den Plattformen eigentlich nur Daten von Personen ab 16 zu verarbeiten oder bei jüngeren Leuten die Einwilligung der Eltern einzuholen. Das machen die meisten Plattformen natürlich nicht, beziehungsweise die Einwilligung der Eltern, das ist denen viel zu lästig. Deswegen sagen die, bei uns kann man erst ab 16 mitmachen oder bei uns kann man erst ab 13 mitmachen. Trotzdem machen viele Kinder bei WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. mit, obwohl... Man kennt Social-Media-Netzwerk WhatsApp. Das ist, wird lustigerweise, wird das gesetzlich so gehandhabt, ja. Also behandelt. Echt, ja, krass. Das wird ja, als Social-Media-Netzwerk. Weil das streng genommen kein Telefondienstanbieter ist. Ah, krass. Oder diese Altersbeschränkungen viel höher liegen. Oder reden über Altersbeschränkungen im Generellen. Okay, das kann auch sein. Kein Kläger, da kein Richter. Den Plattformen ist es mehr oder weniger egal. Sie schreiben es in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen rein, registriert sich trotzdem ein Kind. Sagen die, ja, wir haben ja alles getan dafür, dass sich keine Kinder registrieren. Das heißt, wir sind datenschutzrechtlich ja wohl sauber. Das ist wie eine Pornoseite. Tja, können wir es ja nicht ändern. Ob die Plattform dauerhaft am Durchkommen bleibt, abzuwarten. Aktuell scheint sich einfach kein Datenschutzbeauftragter ausreichend darum zu kümmern. Aber bei meinen Recherchen musste ich mit großer Überraschung feststellen, dass gerade die App TikTok, die ja oft genug in Verruf geraten ist, am konsequentesten ist, was ihre eigenen Regeln betrifft. US-Kinderstar Liliana Ketchman wurde, wie viele andere Kinder, trotz einem enormen Following nach einiger Zeit von TikTok gebannt, weil sie zu jung war. Und auch in Deutschland ist das sichtbar. 2,4 Millionen Follower und dein Account wird gebannt. Das ist halt auch hart. Ja, aber da muss man jetzt tatsächlich mal sagen, TikTok hat jetzt mal den ganzen politischen Schmuh beiseite, ne? Aber TikTok hat, was das angeht, echt krass nachgezogen. Also was Aktionen gegen Hate Speech, was Informationskampagnen, was Einhalten der Terms of Service und so weiter angeht, Jugendschutz und so, ist TikTok echt hinterher. Das stimmt. Die haben halt eigene Abteilungen dafür, direkt in allen möglichen Ländern, was andere Netzwerke bis heute nicht wirklich geschafft haben. Also viele haben ja nachgezogen, sind wirklich gut darin geworden, sogar Facebook und so. Aber TikTok ist da echt auf Platz 1, was das angeht. Meine Frage von mir an euch. Habt ihr jemals bei einer Plattform, und das wird jetzt natürlich schon länger her sein, ein falsches Alter angegeben? Natürlich. Habt ihr? Paul, du nicht? Ich erinnere mich, also höchstens bei den besagten Seiten, wenn da vorne kommt, sind sie über 18, ich sage ja und da war ich es noch nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das zu der Zeit wirklich so eine Anfrage schon mal gab. Nein, ich habe das damals auch bei Skype und MSN und so, ich auch falsches Alter angegeben. Also ich kann euch sagen, ich bin bis heute auf Steam 1919 geboren, 1.1.1919. Ist immer lustig, nice. Wenn man auf Seiten klickt, wenn dann, ich ab 18 sind, bitte bestätigen Sie Ihr Alter. Steht immer 1.1.1919. Ja, ist super lustig. War Klall, die ich eben vorgestellt habe, hatte zum Beispiel auch einige Zeit lang einen TikTok-Account. Dieser ist aber ebenfalls nicht mehr auffindbar. Bei Instagram, und diese Plattform ist auch ab 13, haben Kinder-Accounts oft in ihrer Bio stehen, Account von Mutter geführt. Vermutlich, um genau solchen Bans entgegenzuwirken. Ob das am Ende wirklich stimmt, ist natürlich nicht nachprüfbar. Und spätestens, wenn die Kinder dann... Natürlich ist es, das ist nicht nur nicht, also... Sorry. Brainlag, aber natürlich ist es von den Eltern geführt. Ist doch Quatsch. Eine Neunjährige, die kann nicht mal gut genug lesen, um sich durchzumanövrieren, was den Account angeht. Erzähl doch nicht. Die hält das vor ihren Eltern geheim mit einer Million Followern, ist klar. Ich zweifle, dass eine Neunjährige wüsste, dass so eine Plattform existiert. Direkt auf Millionen vergiss es. Die Instanz das der Elternkontrolle übersprungen. Und nochmal zum Thema Account von Mutter geführt oder nicht. Zu prüfen, wer einen Social-Media-Account führt, sollte in Deutschland... Warte mal, Raffi schreibt gerade im Chat, also mit 9 war ich in der 5. Klasse. Du wurdest mit 4 eingeschult? Das ist krass. Das ist ja nicht legal. Weiß ich nicht. Also, finde ich auch nicht richtig. Paul, Alter, redet einfach so. Ich war auch nicht richtig so mit 4 in die Schule. Nee, mit 5. Krass. Okay.
einwandfrei möglich sein. Und hierfür ein kurzer Exkurs. In Deutschland gibt es etwas, das nennt sich die Impressumspflicht. In einem Impressum muss angegeben sein, welche Person rechtlich für die Inhalte der Seite verantwortlich ist, eine Adresse und eine E-Mail-Adresse, unter der sie zu erreichen ist. Ja, die Impressumspflicht, die gilt praktisch für fast jede Internetseite. Selbst wenn sie noch keine Gewinne abwirft, wenn man nur vorhat, irgendwann darauf mal Werbung zu schalten und eine Gewinnerzielungsabsicht hat oder schon seine Meinung darauf äußert, muss man entsprechend dann auch ein Impressum angeben. Übrigens laut Telemediengesetz sogar mit Telefonnummer. Macht fast keiner. Aber derjenige, der im Impressum steht, der muss voll geschäftsfähig sein, unbeschränkt geschäftsfähig. So steht's in § 18 Absatz 2 Nummer 3 des Medienstaatsvertrages. Nun ja, Kinder sind eben nicht unbeschränkt geschäftsfähig und da muss ins Impressum eben die Adresse der Eltern oder andere, die die Verantwortung für die Seite und die Inhalte übernehmen wollen. Dreimal dürft ihr raten, was die meisten Kinderinfluencer auf Social Media nicht haben. Privatsphäre, das auch nicht. Ich meinte aber hier ein Impressum. Auf Instagram fast nirgendwo. Auf YouTube ist es noch etwas mehr gang und gäbe. Hier haben einige Kinderinfluencer tatsächlich ein Impressum, was dann entweder unvollständig ist oder wo der Vater oder die Mutter als inhaltlich verantwortlich im Impressum steht. Letzteres ist zwar rechtlich völlig korrekt, meiner Meinung nach zeigt es aber umso mehr, dass das Ganze vielleicht in eine Art Richtung Kinderarbeit gehen könnte. Denn die Eltern sagen ja mit dem Impressum sozusagen, hey, ich bin hier auf dem Kanal, die inhaltlich verantwortlich. Weil Jaxi gerade sagt, niemand hat auf Instagram ein Impressum. Natürlich, jeder von uns alleine hat ein Impressum da. Ja, und jeder, und der jeder unserer Kollegen, die wir persönlich gut kennen, hat da einen. Da steht meist Impressum Doppelpunkt. Da so steht entweder Impressum Doppelpunkt oder ist einfach ein Link. Ja. Und der, der es nicht hat, sollte es schnell ändern, weil ist sonst schlecht mit Abmahnanwälten. Jo. Dann haben halt drei auf Insta eine Impressum. Okay, ja. Ich verantwortliche Person. Ich habe mir das Skript zu Babyborn hat Sonnenbrand ausgedacht. Shakespeare dreht sich gerade im Grab um. Und mein Kind ist nur der Schauspieler, der das für mich umsetzt. Und hier wären wir bei meinem Lieblingsthema und der zweiten Frage. Ist Kinderinfluencer sein eine Form der Kinderarbeit? Kinderinfluencerin Emilia Horn sagte 2020 schließlich selbst zum Spiegel: Ich glaube, viele unterschätzen, wie viel Arbeit das ist. Ja, vor allem das Gewerbeaufsichtsamt scheint das zu unterschätzen. Kleiner Spaß. Ja, wir müssen differenzieren und nein, wir reden hier nicht von den schlimmen Arten der Kinderarbeit wie im Bergbau oder in der Textilindustrie. Aber wenn Kinder in Deutschland für einen Film vor der Kamera stehen, gibt es da gewisse rechtliche Richtlinien, wie zum Beispiel, dass sie nicht mehr als 30 Tage im Jahr arbeiten dürfen. Mehr dazu findet ihr auch in meinem anderen Familienblogger-Video. Und während in diesem anderen Video die Kinder ja meist nur die Nebendarsteller im Familienkanal waren, sind ja die Kinder auf diesen Kinderkanal die eindeutigen Protagonisten. Und Geld verdient wird hier auch nicht so knapp, wie ein Teil der Doku über Coco zeigt. Arbeitstermin einer 14-Jährigen am Nachmittag. Die Schülerin darf sich heute Kleidung aussuchen, gratis. In diesem Fall Kleidung zum Verkaufspreis von knapp 1000 Euro, geschätzter Verdienst fünfstellig im Monat. Allerdings, davon bekommt Coco im Moment nur 50 Euro Taschengeld. Fünfstellig im Monat und das ohne Schule. Das ist ja ein scheiß Share, ich würde mir ein neues Management suchen. Ja. Ja, aber ich hoffe, kommt ja immer drauf an, ne? Bei Justin Bieber war das ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die Mutter hat das wirklich einfach alles aufgehoben. Ja, sicher. Das so, ist, aber das es kann man gab, ja nur hoffen, dass das die Intention dahinter ist. Ja, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele, bei denen man das weiß, dass das nicht der Fall war. Hashtag Britney Spears. Zum Beispiel. Hashtag Jackson 5. Hashtag Heidi Klum. Was? Ihr Vater? Er will sich nur die Namen ihrer Kinder sichern lassen. Aber ihr Vater hat sie doch auch gemanagt, oder nicht? Richtig? Ja, das weiß ich nicht, hat, ehrlich gesagt. Ja, die hatten das Management zusammen. Ja. Wir hatten Pause der gedrückt. Schulabschluss. Deutschland, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, nicht umsonst gibt es zahlreiche Videos auf YouTube, die Eltern zeigen, wie sie den größtmöglichsten Profit aus Kinderkanälen schlagen können. How to make money on YouTube with kids channels. Top 4 ways making money with a kids channel.
Is it worth starting a kids channel in 2021? How my kids channel got monetized in 9 months. Monetarisierung, das ist ganz grob das Geld, was YouTube pro 1000 Videoaufrufe bezahlt. Und da die Monetarisierung von Kinderchanneln prozentual nicht das gleiche abwirft wie die von Erwachsenen-Channeln, wird in diesen Videos zum Beispiel geraten, auf den Kinderchanneln auch immer mal ab und zu Videos unterzubringen, die als für Erwachsene eingestuft werden, weil man ja damit mehr Geld verdient. Videos für Erwachsene sind zum Beispiel daran erkennbar, dass sie im Miniplayer abspielbar sind und dass sie auf einmal Kommentare haben. Weil Kommentare sind bei Videos für Kinder seit einem... Mein Tipp für dich, ja, wo du Kinder-Content bringst, solltest du auch Videos für Erwachsene bringen zwischendrin. Alles klar, dankeschön. Nun, schwierig. Kommentare sind bei Videos für Kinder seit einem Pädophilie-Skandal in 2019 auf YouTube verboten. Warum man technisch gesehen auf einem Kanal, der sich hauptsächlich an Kinder richtet, auch Videos, die sich an Erwachsene richten, zwischenschieben kann? Ich weiß es nicht. Ein weiterer lukrativer Weg, um auf Social Media Geld zu verdienen, sind natürlich Produktplatzierungen und auch die findet man bei fast allen Kinderinfluencern. Warum machen Firmen überhaupt sowas mit Kindern werben? In Deutschland ist es verboten, direkte Kaufaufforderungen an Kinder zu stellen. Also man dürfte in einer Werbung für ein Kinderspielzeug nicht sagen, hey, lauf los und kauf dir das. Und Influencer-Werbung ist hier das Ideal, weil die Influencer müssen das Produkt nur zeigen. Sie müssen jetzt noch nicht mal sagen, hey, kauft euch das auch. Und die Kinder kaufen es sowieso nach, weil sie ihrem Idol nacheifern wollen. Da hätte ich meine Mutter geschlagen. Ein junges, berühmtes Mädchen wie Coco ist kam viel zu langsam nach dem Schnips runter. Das ist der direkte kommerzieller Zugriff auf den Schulhof, wo normalerweise offene Werbung nicht möglich ist. Rechtsanwalt Christian Solmecke hat mir übrigens nochmal bestätigt, Kinder dürfen solche Werbekooperationsverträge nicht unterschreiben. Das heißt, diese Werbekooperationen werden immer von den Eltern unterschrieben. Ja, natürlich werden sie von den Eltern. Kannst du dir irgendeine Neunjährige vorstellen, die da draußen mit irgendwelchen Firmen kommuniziert und Meetings macht? Und wie krass wäre das denn? Also wirklich jetzt mal, stell dir das mal vor. Alter. Ja, also Paragraph 5 müssen wir drüber reden, das geht nicht, ne? Also ich erinnere mich noch dunkel tatsächlich an Alter. Nämlich mit Vollendung des 7. Lebensjahrs, also mit dem 7. Geburtstag, beginnt die beschränkte Geschäftsfähigkeit eines Menschen. Also ab da, ja. Das sind so zwei, drei Sachen aus dem Jurastudium. Das heißt aber so, weil wenn du dann Deals eingehst, bist du beschränkt, Alter. Da gibt's Leute, bei denen ist dann auch. Da kommt nämlich so was raus wie ein Share von 0,05%. Ja. Und dann bist du bei deinen 50 Euro. Ah, schön. So sieht's nämlich aus. An dieser Stelle fragt ein Elternteil entscheiden, für welche Firmen, für welche Moral, für welche Werte ein Kind mit seinem Gesicht in einer Werbung da. Ich muss mal ganz kurz das loswerden, weil ich weiß, es ist natürlich voll okay, dass wahrscheinlich ein Mädchen in dem Alter auch für ein Bindenprodukt wirbt. Ich will mich da gar nicht einmischen, aber ich fand das jetzt erst beim ersten Augenblick so, ich hab's davor schon im Bild gesehen, dachte ich so, finde ich persönlich irgendwie ein bisschen komisch. I don't know. Das sehe ich wieder irgendwie ganz anders. Ja, ich glaube, das war meine erste Reaktion. Also wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 14, 15, 16 oder sonst was ist, dann ist das halt ein Alter, wo sowas relevant wird und was unheimlich tabuisiert wird und auch echt schwierig ist, kann ich mir vorstellen, für so ein Mädchen in dem Alter. Und wenn du dann eine Influencerin hast, die in deinem Alter ist und die einen normaleren Umgang mit dem Thema einfach präsentiert, finde ich das nicht mal so schwierig. Ich hätte es nur gerne in einem professionelleren Kontext als so eine Home-Video, Alter. Ja, also ich weiß nicht, irgendwas daran hat einen komischen Beigeschmack. Ich bin sonst voll bei dir. Ich finde auch, das Thema ist ja nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Aber so in Verbindung gerade so mit Kinder-Influencern, um die es ja hier gerade geht, ist irgendwie so ein komischer Beigeschmack. Ja, weil das diesen Home-Video-Stil hat dieses so, das Setting ist so unprofessionell und unpassend irgendwie so. Ne? Aber prinzipiell finde ich so eine Art Werbung mit Protagonisten in dem Alter jetzt gar nicht schlimm, wenn's halt da gut treffen sie halt, gemacht ist. Keine da Ahnung. Treffen sie außerdem auch schwierig. Voll ihr Zielpublikum. Also tatsächlich, da wirklich voll. Ich glaube, die Bindung an Produkte geht da auch früh los. Muss wohl jeder.
Bindung. Ist mir gar nicht aufgefallen. Noch skurriler wird es, wenn Kinderinfluencer Gewinnspiele veranstalten. Ja, jeder weiß, dass Kinder schon nicht ohne weiteres an einem Gewinnspiel teilnehmen dürfen. Umso schwieriger wird es, wenn sie ein Gewinnspiel veranstalten. Denn ein Gewinnspiel hat auch eine rechtliche Verpflichtung für das Kind in sich, nämlich dann den Gewinn auszukehren. Ja, aber wait a second, wenn die Eltern den Account managen, ist das dann ja wieder egal, oder? Ja. Oh. Und das ist verboten, jedenfalls, wenn nicht die Zustimmung der Eltern auch dafür vorliegt. Ob die Eltern zugestimmt haben oder nicht, das wissen wir nicht, denn meistens steht es nirgendwo als Disclaimer im Text und die meisten haben ja auch kein Impressum. Was für mich aber viel kurioser ist, Minderjährige selbst dürfen ja gar nicht oder nur unter bestimmten Umständen mit gewissen Einschränkungen an Gewinnspielen teilnehmen. Deswegen steht in diesen Gewinnspielen noch immer Teilnahme ab 18. Auf dem Kanal einer 13-Jährigen. Alles klar. Manche Kinderkanäle haben übrigens... Oh, lol. Das ist schon echt weird. Eigentlich kannst du dann die Liste der Gewinnspielteilnehmer direkt an die Polizei weiterleiten. Spaß. Weitere Methoden gefunden, um größtmögliche Gewinne zu erzielen. Johann Luke hat zum Beispiel mit 11 Jahren seinen eigenen Fanshop und Marina von Marina und die Ponys vermarktet einfach auf ihrem Reitkanal die familieneigene Reitbekleidungsmarke. Da merkt man schon, dass hier vermutlich nicht nur ein Kind oder ein Teenager hinter diesem ganzen Konstrukt steckt. So, jetzt habe ich aufgezeigt, wie viel Kinderinfluencer mit diesen Kanälen verdienen können. Wie weit hinter den Kulissen die Eltern profitieren, lässt sich leider nur mutmaßen. Ich habe eine amerikanische Doku gefunden, wo die YouTube-Eltern in Frage stellen, ob ihre Kinder eigentlich überhaupt was von dem Geld ihres Kanals haben sollten. Denn schließlich sind die Kinder ja nur die Protagonisten, aber die Eltern kümmern sich ja um die Werbedeals, um das Licht, um die Kamera, um den Schnitt. If the twins earn money, are you obligated to save any of that money or not? Can you just talk about that? Who gets to decide who does the work? My girls are in a picture, they're in a picture and that qualifies as work? I don't know. Who gets to... Also abgesehen davon, dass es das wahnsinnig ekliger Lappen ist, der da gerade sitzt und das macht mich echt aggro und ich würde ihm gerne ins Gesicht treten. das sei nur mal so dahingesagt. Aber was ist denn das für eine Herangehensweise? Das ist so, als würdest du vor einem Schauspieler stehen und sagen, naja, der steht ja nur vor der Kamera. Ja. Also ob das jetzt Arbeit ist. Ja, also ich weiß nicht, ob Robert Downey Jr. Erfolg zu unserem Film beigebracht hat. Nee, weiß ich auch nicht. Der ist ja nur vor der Kamera. Ich meine, wir kümmern uns hier um das Licht und so und den Ton und alles und die Kamera. Also er steht. Also dass du da für deinen Extraaufwand bezahlt wirst, ja. Was für ein Irrsinn, Alter. Und was für ein unsympathischer Hund, Alter. Wirklich. Das ist so ein Typen, dem, weiß ich nicht, ey. Es macht statistisch gesehen alles Sinn, Florian. Danke. Was auch Sinn macht bei so einem Typen, ist so ein Ellenbogen in der Augenhöhle. Still had to set up, you know, like bring them to the spot for it, talk to the brand to get the deal, negotiate the deal. Wie auch immer es monetär hinter den Kulissen abgeht, mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass ja Bezahlung gar nicht überhaupt das Hauptkriterium für Kinderarbeit ist. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Die Gesetze dazu sind in Deutschland relativ komplex, aber trotzdem überhaupt nicht differenziert genug, meiner Meinung nach. Ich kann mir also kein wirkliches rechtliches Urteil erlauben. Ich kann jetzt nur meine eigene Erfahrung als Vollzeit-YouTuber, mein Arbeitspensum, meinen psychischen Druck mit dem vergleichen, was diese Kinder vermutlich aufwenden. Und ich sage einfach mal so, Hintergrundbilder. Ich hätte ein extrem ungutes Gefühl bei dem Gedanken. Vor allem aufgrund der psychischen Belastung. Was mich aber zur dritten Frage bringt, ist der psychische Druck für Kinderinfluencer dauerhaft zu hoch? Ist Social Media schlecht für die Psyche? Es gibt einige Studien, die das nahelegen, allerdings nicht genügend. Deswegen können wir uns hier kein pauschales Urteil erlauben. Man kann nur beobachten, Indizien sammeln, Fragen stellen. Da wäre einmal der Druck von den Eltern. Simplicissimus hat in ihrem Video zu Mileys Welt sehr schön dargestellt, dass vor allem bei jungen Influencer-Kindern häufig die Eltern die Strippenzieher sind. Was relativ schnell auffällt, ist, dass die Eltern das Setting von jedem Video kontrollieren. Das fängt damit an, dass Miley mit professionellem Equipment gefilmt wird, mit Stativen und Lichtern. Und in so gut wie allen Fällen gibt der Vater oder die Mutter mehr oder weniger deutlich an, was gleich passieren wird, und beide fallen Miley immer wieder ins Wort. Und dass die Videos und Texte auch oft von den Eltern gescriptet erscheinen. Man erkennt an einigen Stellen, wie vorher geübt wurde, was gesagt wird. Hallo, lieben, herzlich willkommen bei Mileys Welt, und meine Welt ist auch eure Welt. Mhm.
In diesem Ausschnitt sieht man besonders gut, wie Milay, nachdem sie redet, immer wieder zu den Eltern blickt. Ganz nach dem Motto, war das so okay? Habe ich das richtig gesagt? Und dieses auswendig gelernte, überschwängliche Kamerasprechen ist weißt mir auch... Jetzt muss man nochmal unterscheiden. Was, also ich habe echt jetzt... Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Es kommt immer sehr auf den Kontext an und ich verteufel das auch nicht von Grund auf, wenn so Family-Blogs oder Eltern ihre Kids irgendwie mit im Video haben. Aber wenn die einfach nur dann im Video sind, also die Kamera zeigt einfach nur so, ja, wir bauen hier gerade den Keller aus, das und das passiert, da draußen spielen gerade die Kids und du siehst die Kids da rumrennen und die werden aber nicht weiter behelligt, sondern die sind nur da so und machen Kindersachen, machen so ihr Ding. Ja, ohne irgendwas, ohne eine Anweisung, im Zweifelsfall kriegen sie nicht mal mit, dass sie gerade im Bild sind. Okay, kann man machen, in einem vernünftigen und verantwortungsvollen Umgang damit, kann man machen, kein Thema. Aber sowas dann mit dieser Skriptscheiße und ein Kind verunsichern und irgendwie zum Auswendiglernen von irgendwelchen abgefuckten so Community-Bindungssätzen, meine Welt ist auch eure Welt. War das richtig oder werde ich jetzt wieder gehauen? Boah, Alter, ey, wirklich, da krieg ich so viel. Das finde ich auch super schwierig. Ich mache mir nur jetzt bei denen, das sind wahrscheinlich alles Vollidioten so, aber ich frage mich halt wirklich, wenn das immer mehr Fuß fasst, was ja zum Beispiel in den USA schon getan hat, hier in Deutschland ja ein bisschen weniger, aber was ist, wenn deine Tochter in 6 Jahren zu dir kommt und sagt, Papa, ich möchte auch YouTube-Videos aufnehmen. Da ist sie 9, da sage ich nein, vergiss es. Okay. Also ist nicht. Also bin ich jetzt relativ sicher, dass man dann wirklich einfach sagt, so von wegen so, ja, Und mit 13? Also dann kommen wir, also. Dann muss man halt, ja, ganz ehrlich, jetzt sind wir ja auch in der Lage, dass wir einfach uns mit der Materie auskennen. Und ich sag mal, wenn es dann hart auf hart kommt und das wirklich irgendwie zur Diskussion kommt, dann sagt man halt, okay, ich bin einfach Teil der Abnahmeschleife. Mhm. Nichts geht online, bevor ich das gesehen habe. Ja, das wirklich kein, nur aus reinem Selbstschutz. Das ist kein seltener Fall tatsächlich. Ich habe in meinem persönlichen Bekanntenkreis zweimal das schon gehabt, dass Töchter im Alter von 12, 13 Jahren genau das wollten mit TikTok, Instagram, was weiß ich, Anfang Snapchat. Mhm. Und die Diskussion mit den Eltern miterlebt tatsächlich. Ja. Die dann auch tatsächlich, also sich auch mit mir unterhalten haben, ey, wir kennen uns auf den Plattformen nicht so aus, was passiert denn da? Können wir das machen? Ist das in Ordnung? Mhm. Und Ja, total. Also ich habe das eben auch, weil lustigerweise ich genau das gleiche Mal gefragt worden bin, ob ich den Account kontrollieren kann von einem Kind. Also nur in der Kombination mit diesem Ganzen und so. Und das fand ich auch alles sehr, sehr komisch. Aber habe natürlich auch die Angst verstanden, weil die Eltern einfach keine Ahnung hatten, was da passiert. So. Mhm. Und das Kind hat halt gesagt, all meine Freunde sind da, ja, wir machen aber nur, wir gucken uns Sachen an, wir machen keine Fotos von uns und so weiter. Und es stimmte sogar. Also sie haben sich nicht mal selbst fotografiert, sondern es ging einfach mehr um den Austausch und eben um ihren Influencern, die sie mögen, zu folgen und so weiter und so fort. Mhm. Aber Eltern, also wir sind eine sehr, sehr vorteilhafte Elterngeneration dann dafür, aber die ein, zwei Generationen drüber haben ja so gar keine Ahnung auch davon. Ja. Ich muss sagen, ich find's gut, wenn sich Eltern dem nicht verschließen. Ja, ich habe zum Beispiel auch Eltern gehabt, die sich so den neuen Sachen nie verschlossen haben. Ganz im Gegenteil, meine Eltern haben das auch sehr, sehr früh bei uns, gerade das Zocken und sowas damals ja auch noch so ein bisschen Randerscheinung war, haben sie total gefördert und uns machen lassen. Aber meine Eltern haben das halt perfekt gemacht, weil sie immer ein Auge drauf hatten und das immer mit uns gemeinsam gemacht haben. Mein Vater hat, weiß ich nicht, seitdem ich 4 war, immer mit uns zusammen gespielt. Die ersten 3, 4 Jahre haben wir alles zusammen gespielt an seinem Rechner. Ja, halte ich für absolut sinnvoll. Ja, denke ich nämlich auch. Ja. Also da irgendwie ist aber auch sich involvieren. Traumdasein, ne? Also ja, ja. Aber das finde ich halt, ne, wenn ein Kind jetzt auf Instagram was machen will, mach's zusammen. Und viele haben bei uns im Chat auch schon richtig geschrieben, man muss es ja nicht online stellen. Man kann ja auch, wenn der Sohnemann Let's Plays machen will, lass ihn Let's Plays aufnehmen, man kann sich das ja angucken. Guckt man die zusammen beim Familienessen, ist doch auch unterhaltsam. So, ne? Hat er trotzdem sein Publikum gefunden, man kann gemeinsam Spaß haben, er kann sich da reinfinden und so. Mhm. Ja. Ja, muss man gucken. Du kannst jetzt also die Frage ist jetzt einfach auch, unmöglich zu beantworten, was in total 8, 9 Jahren ist, kannst du halt echt nicht sagen. Ja, klar.
sehr vielen Kinderkanälen aufgefallen. Und wenn ihr euch erinnert, in meinem letzten Video sah man ja schon bei Ilias Welt, wie das gelernte überschwängliche Kamerasprechen ist mir auf sehr vielen Kinderkanälen aufgefallen. Und wenn ihr euch erinnert, in meinem letzten Video sah man ja schon bei Ilias Welt, wie das teilweise hinter den Kulissen abläuft. Ja, sorry. Ich würde nur eine Sache anders machen. Ich würde nur sagen, du hast gesagt, wir müssen ein Fanpaket aufmachen. Ja, ich weiß, das war ein bisschen. Wir dürfen ein Fanpaket aufmachen. Da die meisten Kinderinfluencer, die ich in diesem Video vorgestellt habe, bei der Werbeagentur direkt mit drin. Unangenehm. Social Media schon richtig, richtig lange machen, müssen die Eltern zwangsläufig die treibende Kraft gewesen sein. Kein 10-jähriges Kind kann ein Video konzipieren, abfilmen, belichten, schneiden, hochladen. Und jetzt ist halt die Frage, was macht das mit einem Kind? Ich will nicht bestreiten, dass die Kinder nicht auch teilweise unglaublich viel Spaß daran haben und richtig gute Chancen, verrückte Dinge zu machen bekommen. Aber können sie einfach von heute auf morgen aufhören? Oder würden die Eltern vielleicht enttäuscht sein? Würden die Eltern vielleicht sagen, schade, dass du diese große Chance einfach wegwirfst. Und dann wäre da noch der Druck durch Algorithmen und Likes. Wenn sogar erwachsene Social-Media-Größen leiden, weil ihre Videos nicht mehr so oft geklickt werden, ihre Bilder nicht mehr so viel geliked werden oder sie De-Abos machen, was macht das dann mit Kindern? Das ist eine richtig gute Frage. Du musst, um sowas machen zu können, echt ein dickes Fell haben und mit Situationen umgehen können, wie Abneigung, also dass die auch öffentlich Leute sagen, dass sie dich kacke finden. Ja. Direkt und indirekt, muss man dazu sagen. Wenn du das nicht kannst, also wenn du damit keinen guten Umgang hast, dann ist das einfach nichts für dich. Ich kenne ganz viele Leute, auch in meinem Alter, die angefangen haben zum Beispiel zu streamen und mit dieser Abneigung nicht zurechtkommen. So, das ist auch okay. Ja, ja, klar, ist nicht für jeden, aber es ist halt trotzdem, ich glaube zum Beispiel das Kind von eben, also das guckt nicht die Social-Media-Kommentare, Likes und Abos sich an, sondern die hat gar keinen Plan, was da passiert. Die weiß nur, dass sie einmal die Woche drückt Mami ihr irgendwelche Sachen in die Hand und dann geht die wieder spielen. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen, wenn Kinder irgendwann an diesem Punkt sind, dass sie verstehen, dass die hohe Zahl, also dass das neue Abonnenten sind was Gutes, viele Likes sind was Gutes, viele, keine Ahnung, Kommentare im Zweifelsfall sind was Gutes. Und das dann irgendwann wegfällt, dann haben wir natürlich einerseits diese Komponente, dass die Kinder halt dann wahnsinnig unter Druck stehen, wahnsinnig traurig sind, etc. Das ist eine emotionale Komponente. Viel, viel gravierender ist aber, dass du in einem viel zu jungen Alter, wo sowas massivst geprägt wird, deinen persönlichen Wert an die Einstufung anderer und an diese Zahlen knüpfst. Das heißt also, du machst deine Selbstwahrnehmung komplett abhängig von deiner Außenwelt und das ist total katastrophal. Zwei Sachen noch. Einmal, ich glaube nämlich auch, selbst wenn die Eltern das richtig gut regeln und sagen, die Liebe zu unserem Kind ist nicht davon abhängig, wie gut das dann performt, ne, wird das Kind trotzdem merken, dass Eltern glücklicher sind, wenn das gut läuft. Man freut sich dann ja natürlich auch mehr gemeinsam und darüber ist ja dieser Learning-Effekt sofort da, ne, weil, das lief richtig gut, ja, toll. Aber das ist... Ja, aber nur weil sich Eltern über was freuen, dann darfst du ein Kind auch nicht in einen Sportverein schicken. Also, ja, das ist halt auch echt. Also ich habe Enttäuschungen, auch ob es schulische Leistungen sind oder Sport. Also ich rede jetzt auch nicht von Enttäuschungen im Generellen, sondern ich rede halt in Bezug auf Social Media auch gerade, das Learning, was da halt stattfindet. Ne? Ja, ja, aber es ist ja genauso. Also es ist nie ein schönes Gefühl, wenn deine Eltern enttäuscht von dir sind. Und das können sie halt entweder, weil du, ob du jetzt, also jetzt mal ganz hart ausgedrückt, dein Video hat scheiße performt oder du hast eine 4 in Mathe und sie reagieren auf die gleiche Weise, ist halt kacke. So. Ja, ja? Also ich kann also von mir ausgehen, ich hätte immer so gehandelt, wie wahrscheinlich meine Eltern sich dann, also auch meine Eltern versuchen glücklich zu machen. Das machst du als Kind ja auch. Und wenn du dann irgendwie merkst, dass dazu gehört halt gute Posts abzuliefern,
weiß ich nicht, was das für einen Druck auch für ein Kind macht, wenn das da mal nicht läuft. Total. Ich finde es auch komplett bescheuert, das zu einem Druckding zu machen. Mhm. Es, für mich stellt sich halt die Frage wirklich, wenn da steht eine 13, 14-Jährige, Jähriger, was auch immer, und hat da Bock drauf, macht da so ein bisschen Dinger, wird damit erfolgreich, gut. Aber ich würde niemals als Elternteil dastehen und sagen, ey, denkst du daran, du musst morgen nochmal hier noch Post abliefern, weil sonst ist das ist halt der Fehler, der dahinter steht. Aber solange es zum Selbstverwirklichungsplan dazugehört, Alter, bis ich 22 war oder so, stand meine Mutter hinter allen Selbstverwirklichungsplänen und auch dem vierten Studiengang und sonst irgendwann. Irgendwann hat sie halt auch gesagt, Junge. Ja, Digga, dann guck halt aber zu jetzt, dann musst du halt nehmen. Aber so, du kannst ja dahinter stehen oder wie viel Sportverein, die mich angemeldet hat. Ich meine, das sind halt so Sachen, das ist cool. Aber, weil Nevelyn gerade schreibt, beim Sport stehen die Eltern aber in den seltensten Fällen direkt daneben und geben Input. Was? Schon mal bei einem Jugendfußballspiel gewesen? Wollte ich gerade sagen, warst du einmal bei einem Fußballspiel von einer Jugendmannschaft und so? Ja, aber ich verstehe den Punkt, den er meint. Ja, ich verstehe, was er meint, aber es ist wirklich krass, Eltern sind. Das ist einfach nicht wahr. Ich verstehe den Punkt wirklich gar nicht. Naja, also ich kann jetzt nur von mir selber ausgehen. Egal ob im Schwimmteam, beim Shotokan, beim Fußball und so weiter und so fort, mein Vater immer instant mit dem Trainer rein und gucken. Okay. Und aber sowas krass. Von. Also in den zwei, drei Vereinen, in denen ich war, waren meine Eltern nie involviert. Da kannte ich einige so Eltern. Sport findet nicht zwingend zu Hause statt. Ja, aber jetzt auch nicht. Ich rede ja, also das meine ich ja auch, es muss halt nicht dieses Trainierte sein. Und bei Sport geht's nicht um Geld. Digga, wie viele Väter dastehen und sich denken, der Junge schafft's in die Nationalmannschaft. Ja, natürlich. Alle. Zum Beispiel. Ja. Komm, wir gucken mal weiter. Oder die Tochter, sorry. Kurzfristig oder auch langfristig, wenn der Hype vorbei ist. Ich persönlich da geht's dann aber sehe nicht mehr die um Antwort Geld. In Spaß. Der letzten Jahre. Den muss Klar ich noch gibt es bringen. Auch Positivbeispiele, will ich nicht leugnen, aber wir vergessen meines Erachtens eine ganz wichtige Sache. Kinderstars unserer Generation und Eltern hatten ein gesetteltes Umfeld. Eltern, die nicht gleichzeitig Arbeitgeber waren. Trubel und Feedback haben sie nur durch die Medien bekommen oder auf der Straße. Aber nicht jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde als Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone. Psychiaterin Dr. Sue Farmer fasst es im US-Fernsehen ganz gut zusammen. Children that are social media stars are contending with all of the social pressures of being children in a digital age combined with being a child star. Child stars are more likely to have anxiety, depression, substance issues later on in life because they're dealing with their sense of self-esteem being linked to public approval, career success, right? And the hits and the likes, and there's an intoxication, there's almost like an addiction genau to it. And das. They don't have the coping skills to deal with failure and disappointment. Eine der gerade auch der letzte Punkt. Erwiesenen Art. Wir haben halt diese Fähigkeit noch nicht entwickelt, ja, auch mit Versagen umzugehen. Das, natürlich muss man das lernen und das gehört auch dazu, aber nicht in dem Level, vielleicht in dem Alter. Und weisen, wie Social Media der mentalen Gesundheit schaden kann, ist die Instant Gratification, auf Deutsch sofortige Belohnung, bei der ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird. Ich lese es kurz vor, damit es korrekt ist. Wenn du eine Social-Media-Benachrichtigung erhältst, liefert dein Gehirn einen Schuss Dopamin an dich aus, der dir ein sehr gutes Gefühl gibt. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr hier so ein Symbol seht? Mit dem Tempo der sozialen Medien... Außer du machst das Ganze einfach seit über 10 Jahren und bist innerlich tot. Oder du machst da die Push-Benachrichtigung aus. In sozialen Medien kommen diese Dopaminschüsse sehr schnell und sie kommen immer wieder. Und das trainiert dein Gehirn, immer sofortige Belohnung erhalten zu wollen. Im Laufe der Zeit kann aber dann so eine Belohnung mal nicht kommen, wenn eben keine neuen Nachrichten erscheinen, neuen Likes reinkommen. Und das kann einen dann in einen Zustand bringen, bei dem man die sozialen Medien ständig aktualisiert. Und das ist vielen von uns gar nicht bewusst, aber ein sehr treibendes Element darin, dass wir dauernd auf unser Handy schauen und unsere sozialen Medien durchgucken. Und das kann zu Angstgefühlen und Einsamkeit beitragen, im schlimmsten Fall. Und das gilt für Erwachsene, Privatpersonen. Was macht das dann mit Kindern, die auch noch Influencer-Stars sind? Können wir nur mutmaßen, wissen wir nicht. Und wo wir schon beim Druck durch Likes sind, da wäre dann noch das Thema Privatsphäre. Ist es für die Psyche eines Kindes bedenklich, seine Follower in allen Lebenslagen teilhaben zu lassen? Und jetzt nochmal eine Triggerwarnung. Es geht jetzt um Depressionen und ich will nochmal eindeutig sagen, wenn ihr Kinder-Influencer seid, guckt dieses Video nicht alleine an. Die 14-jährige Emilia zeigt sich zum Beispiel weinend, kokettiert in ihren Postings mit
mit oder hat vielleicht sogar depressive Stimmungsschwankungen und redet schon mit 13 darüber, wie sie zwischen Essen, in Klammern dick werden, und dünner werden und sportlich bleiben hin und her gerissen ist. Und ich war auch hin und her gerissen, und zwar, ob ich sowas hier überhaupt zeigen soll. Aber ich möchte auch, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt und dass endlich was gemacht wird. Es kann doch nicht sein, dass Kinder sowas posten im Internet und keiner eingreift. Und wenn es nur für die Aufmerksamkeit ist und wenn es nur ein Witz ist. So. So geil. Ich hänge immer noch bei. Ja, ist okay. Sie ist ja nicht so im Thema drin, aber ich hänge immer noch bei depressive Stimmungsschwankungen. Ich denke so. Wait a second. Und wo wir uns jetzt alle beruhigt haben, zuletzt wäre da noch die Frage nach der Nacktheit. Und jetzt wird's etwas komisch. Findet mit der Zeit zwangsläufig eine überdurchschnittliche Sexualisierung von Teenagern statt? Lasst mich mit folgendem Fakt beginnen. 2020 gab es eine kleine Studie, die relativ eindeutig zu dem Schluss kam, dass der Instagram-Algorithmus viel nackte Haut, wie zum Beispiel Menschen in Badeanzügen und leichter Kleidung, eindeutig bevorzugt. Nicht nur aufgrund von Likes etc., sondern... Ja, ich will nur gerade ganz kurz einwerfen, aber auch nur, weil die meisten Leute auf der Plattform das gucken. Der Algorithmus memt ja auch nur das, wonach die Leute suchen. Das klingt jetzt sonst so ein bisschen so, als wenn das so programmiert wäre. Sondern vermutlich auch aufgrund einer automatischen Bildanalyse, die dafür verwendet wird, zu entscheiden, ob ein Bild im Newsfeed des Nutzers gezeigt wird oder nicht. Der Artikel ist super interessant, da könnte man fast ein eigenes Video drüber zu machen. Ich verlinke euch, wie gesagt, mal. Ja, er war auch rassistisch. Instagram streitet dies zwar ab und sagt, dass freizügige Bilder bevorzugt werden. Das liegt, wenn dann, am einzelnen Nutzer. Aber wie man es dreht und wendet, auch der Laie erkennt, dass etwas freizügigere Bilder meistens etwas mehr Likes besitzen. Ich merke das bei anderen Instagrammerinnen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich erwiesen und hundertprozentig so ist, aber ich habe mir hier mal einige Fotoposts von Coco Basics genommen. Die sind vom 9. Februar bis 22. März chronologisch. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz fragen, wisst ihr noch, wie alt war sie? Das stand am Anfang da. Ja, 14, oder? Ja. Find ich also wirklich. Gerade untere Reihe, das zweite Bild, sowas, ja. Also wenn ich eine 14-jährige Tochter habe, würde ich sie solche Bilder nicht posten lassen. Tut mir leid, also es geht mir zu weit mit 14. Finde ich aufgrund der unteren Taillenregion auch durchaus schwierig. Gibt sich, also wüsste ich nicht, dass sie 14 ist und man würde mir jetzt, dieses Bild hätte man mir gezeigt. Hätte ich auch sagen können, die ist 17 oder so, ne? Also es ist vermittelt, reden wir nicht drüber, es vermittelt einfach ein falsches Bild. Geordnet. Zwischendurch gab es noch Instagram Reels, aber die habe ich weggelassen. Und danach habe ich sie mal absteigend nach Likes geordnet. Und es ist schon auffällig, ja, guck mal, das ist Platz 1, ja, natürlich. Die meisten ja, Likes haben und klar. Welche Bilder die allermeisten Likes haben. Und jetzt frage ich mich, was macht das mit einer 14-Jährigen? Auf der Suche nach sich selbst? Auf der Suche nach Erfolg im Netz? Welches Signal sendet das an sie aus, wie ihre nächsten Bilder bestenfalls aussehen sollen, damit sie viele Likes bekommen? Und welches Signal sendet das an erwachsene Männer aus, die sich das ansehen? Und nein, das ist keine Spekulation. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Kommentarspalten aller Kinder-Accounts etwas frisiert sind, aber vereinzelt findet man immer mal wieder Kommentare von Personen, die eindeutig männlich und älter sind. Erkennbar an zum Beispiel Bart und Falten. Ich hatte das neulich auf TikTok, ne? Da habe ich laut gelacht. Da hatte ich auch so ein, ich weiß nicht, irgendwie mein Feed. Schwierige Überleitung. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. In meinem Feed war irgendein Post. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber in den Kommentaren hatte auch nur einer irgendwie geschrieben, irgend so ein unpassender Kommentar, so wie du es hier im Grunde siehst. Und darunter haben aber super viele andere gepostet und gesagt so, Digga, du hast auf deinem Profil zwei Kinder im Arm. Bitte geh woanders hin, was soll das? Und dann musste ich halt laut lachen, weil ich gedacht habe, wie geil, dass solche Leute aber auch wirklich jetzt lautstark outgecallt werden, finde ich einfach nur feierbar, finde ich einfach nur gut. Ja. Teilweise kommen Männer Herz-Emojis, Flammen. Und ich habe teilweise sogar noch skurrilere Kanäle gefunden, die unter diesen Bildern kommentieren. Also sowas was? Wie Seiten. Ich hoffe, ein Hai macht dich schwanger, stand das da? Was? Ist einer Riesenfan von Street Sharks oder was? Ja, was zum Fick?
Alter. Überbreiten. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre ja mal interessant, so richtig hinter die Kulissen zu blicken. In den Instagram Insights kann man als Person des öffentlichen Lebens sehen, wer einem so folgt. Bei mir sind es zum Beispiel 68% Frauen und 32% Männer in folgenden Altersgruppen. Die Insights von anderen kann man seit dem Cambridge Analytica Skandal leider nicht mehr so einfach auslesen. Die kann man nur kaufen für teuer Geld, dreistellig bis vierstellig. Das war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Der amerikanische YouTuber The Dad Challenge Podcast hat's aber gemacht. Das lässt sich nicht eins zu eins auf deutsche Kinderinfluencer übertragen. Disclaimer, vielleicht lässt es sich auch gar nicht übertragen. Vielleicht hat das absolut nichts miteinander zu tun. Ich möchte nicht sagen, dass das dafür gilt. Ich möchte einfach nur mal mit euch reinschauen, was für diese... Ihr Narrativ ist leider... Also ist jetzt nur eine, ist nur eine inhaltliche Kritik, was ihr Narrativ, also was ihre Kommunikation nach außen angeht, weil die ist grottenscheiße. Weil das Geile ist, argumentier nicht was und, also ist jetzt nur rhetorisch, reiß jedes deiner Argumente wirklich in Stücke, sondern bau es doch wenigstens so, dass du sagst, in diesem Falle gilt das in erster Linie für US-Influencer oder für US-Kinder-Influencer oder so. Das ist jetzt wirklich nur eine rhetorische Sache. Aber Gottes Willen, mach das doch vernünftig. Ja, verstehe. So verliert sie halt jetzt schon wieder. Alle ihre Aussagen sind null und nichtig, wenn du dreimal betonst, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht übertragbar ist. Dann sag halt, es gilt für einen anderen, weiß ich nicht, ethnischen oder Kulturkreis, aber hier kann man beispielhaft sehr schön sehen, wie es da ist. Das ist einfach eine schönere Überleitung, weil das tat mir jetzt richtig weh. Diese Kinderinfluencer galt. This is Ellie. This is an Ace Family child. Okay, she has 5 million followers. Their male demographic for this little girl, who's 4 years old, is higher than the female demographic. Explain to me, people. Die vierjährige Ellie zum Beispiel hat 5 Millionen Follower und davon sind 57% männlich. Let's move on to LeBrant Family's daughter. 5.2 million. Finde ich jetzt erstmal, weil es um die 50% ist, nicht. Also das würde mir jetzt, ja, doch. Also finde ich, ist, wäre mir nicht krass aufgefallen, okay. Ich finde es weird. Okay. Ich finde es legit weird, wenn so viel, also wenn doch deutlich, wir sind im Millionenbereich, wenn doch hunderttausende mehr erwachsene Männer einem siebenjährigen Mädchen followen als weibliche. Also vielleicht sind das auch Väter, wahrscheinlich nicht, ich weiß, wahrscheinlich vielleicht nicht. Vielleicht sind aber das einfach Fans. Es wäre mir. Nett, vielleicht ist, aber es nett. Fans. Ist aber nett. Es wäre mir jetzt einfach nicht als krass aufgefallen. Aber das sieht man, daran sieht man, Olli, dass du psychisch unfassbar gesund bist. Ja? Ist das so? Ja, ja. Naivität ist ein Zeichen für eine extrem, ist wirklich, so eine gewisse Naivität, Grundnaivität ist ein extrem krasses Zeichen für psychische Unversehrtheit, nennt sich das. Dann bin ich einerseits froh und andererseits enttäuscht, dass ich naiv bin. Gesund war falsch, du bist psychisch unversehrt, nennt sich das. Unversehrt, ja, das kann ich bestätigen, das kann ich bestätigen. Everly Rose, she's in a bathing suit with bunny ears. This girl is very hypersexualized. Now look at her demographics, everybody. 70% male. Lowest percentage is teenagers. Bei der siebenjährigen. Da würde ich anfangen, tatsächlich. Pass auf, Leute, ihr habt doch gar keine Ahnung. Das ist so, dass es da bei den meisten Haushalten ist das halt noch so alt. Und da hat nur der Vater hat ein Handy, der hat den Account gemacht und alle liken das gemeinsam als Familie, ja. Und wenn da komische Kommentare reingeschrieben sind, dann ist das aber meistens doch die auch vierjährige Tochter, die das kommentiert hat, aber mit Papas Handy halt so. Also da ist gar nichts Schlimmes. Es sind nämlich genau solche Punkte, wo ich mich auch frage, welches Geschlecht ist denn standardmäßig eingestellt, wenn du einen Account erstellst und keine Auswahl triffst und so. Also keine Leute, Auswahl. Das gibt es, ja? Es gibt keine Auswahl. Schon. Das weiß ja, ich klar, nämlich nicht. Ja. So, also sowas muss man natürlich auch bereinigen, dann irgendwie zu sagen, oder Leute, die halt unter 18 sind, die angeben, 18 zu sein und so, das verwässert natürlich auch alles. Will jetzt aber damit nicht vom Problem ablenken, überhaupt nicht. Nein, nein, aber es ist, ich verstehe dich. Lowest percentage is teenagers. Bei der siebenjährigen Everly Rose sind es gleich 70%. Und ich will jetzt den Männern nicht grundsätzlich was unterstellen, wenn ich gleich noch von irgendwelchen Leuten in irgendwelche Ecken gedrängt werde, auf keinen Fall. Aber ihr könnt mir doch nicht sagen, dass es nicht komisch ist, wenn Männer über 40, und zwar in dieser Masse, Kindern auf Instagram folgen und...
Ja, aber sind Männer über 40 nicht vielleicht hauptsächlich Väter? Also, und weiß ich nicht. Also, ja, es ist halt schon weird. Also, ich bin so hin und her gerissen zwischen, kann es nicht ein Vater sein, der sich einfach, der eine Tochter hat und dessen Tochter das guckt? Weißt du, I don't know. Ja, also, das ist natürlich schwierig, aber es werden genug schlimme Leute dabei sein. Also, doch, ja, natürlich, kann es natürlich, ihr könnt nicht einfach direkt Nein sagen, ja. Natürlich kann es ein Vater sein, der sich denkt, scheiße, ich habe keine Ahnung, aber meine Tochter, die im gleichen Alter ist, steht tierisch auf das, was die da macht, und ich folge der, um zu gucken, oh, was gibt es Neues um das für meine Tochter. Kann ich mir vorstellen, ja? Kann ich mir vorstellen. Auch ganz kurz an alle, die jetzt gerade, sorry, an alle, die Caps Lock 9 Olli 9 schreiben. Leute, ihr versteht den Punkt nicht, den ich meine. Ich will das doch gar nicht verneinen. Darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Ich sage nur, die Darstellung jetzt gerade ist mir zu krass. Es klingt jetzt gerade so, als ob alle 70% Männer, die diesem Profil folgen, Pädophile sind. Und das sage ich einfach nur gerade. 1000, ja, dann wäre im Schnitt 99,9% aller Männer wären Pädophile. Ja, jetzt schreibt doch einer Aussage direkt, ist aber so, Olli. Okay, alle 70%, die ihr folgen, sind wahrscheinlich Pädophile. Mhm, genau, alles klar, dann lassen wir das genauso stehen. Leute, ihr könnt nicht nur mal schwarz-weiß denken. Man kann auch über Sachen diskutieren, ohne etwas gleich irgendwie in die Ecke zu stellen. Also wirklich. Ein Teil so, der andere Teil so, finde ich einfach gut. Ein Teil so. So, und für alle anderen, die sich bei YouTube oder hier im Livestream wundern, Flo musste zu seinem Kind, wir wissen Bescheid und wir gehen aber weiter, um noch mehr zu schaffen heute. Wie gesagt, ich will es nur noch mal unterstreichen, auch für alle, die auf YouTube jetzt vielleicht kommentieren wollen. Ich will in keinster Weise, sorry Paul. Nee, wir haben verloren, Olli, weil es stand natürlich drin, nur Pädophile fühlen sich jetzt outcall. Ja, so, natürlich. Ja, natürlich, ja. Ich will auf keinster Weise vom Problem ablenken damit, ne? Ich sage nur, muss man immer so ein bisschen abwiegen, ne? Ist halt Statistik, ist halt eine Wissenschaft. Und wenn die dann auch noch Flammen und Herzchen-Emojis kommentieren, ich weiß nicht, wie man sowas zulassen kann. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Opfershaming. Das hatte ich jetzt schon so oft in meinen Kommentaren. Ja, aber hä, das ist doch nicht das Problem der Kinder-Influencer, wenn sich alte Männer das angucken. Das können die für sich gerne entscheiden, wenn sie 18 sind. Da können sie sich gerne komplett nackt ausziehen. Das ist ihr Ding, sie tragen die Verantwortung. Aber das sind Kinder, die wissen nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn sie sich halbnackt auf Instagram zeigen. Die denken sich nichts dabei, die wissen nicht, was passiert, wenn von ihnen solche Fotos existieren und gleichzeitig ihre bürgerlichen Namen, ihre Adressen und so im Netz zu finden sind. Weil sie die Konsequenzen ihres Handelns einfach nicht abschätzen können. Aus solchen Gründen dürfen Kinder zum Beispiel auch nicht wählen gehen. Das Schöne ist, in der Vox-Doku wurde Coco selber sogar auf diese Thematik angesprochen. Und hier ist, was sie antwortet. Manchmal Angst, dass irgendwie, ich sag mal, die falschen Leute das gut finden. Denkst du da manchmal dran? Naja, kommt gleich natürlich auch, oh Leute, was? Ich muss mal ganz kurz hier was regeln. Jo. So, machen wir 30 Minuten Follower-Chat an. Auf Wiedersehen. Krass, ist dir gerade aufgefallen, wie sofort der Blick zu ihren Eltern kommt? Finde ich auch völlig richtig. Ja. Aber auch schwierig, ihr diese Frage zu stellen, Alter. Also, und noch schockierender, dass sie sofort versteht, was gemeint ist in dem Alter. Puh. Ja, oder? Alter. Flo, dann spulen wir für die Frage, spulen wir doch tatsächlich nochmal zurück. Weil ich gerade sagte, es finde ich krass, dass sie A, sofort versteht, was mit der Frage gemeint ist und ihre Reaktion daraufhin auch direkt zu den Eltern zu schauen. Hier. Ist krass. Was sie antwortet. Manchmal Angst, dass irgendwie, ich sag mal, die falschen Leute das gut finden. Denkst du da manchmal dran? Manchmal ist dann doch die Hilfe der Mutter wichtig und notwendig. Mama, kannst du kurz herkommen? Ja, was soll sie auch dazu sagen? Sie ist ein 14-jähriges Kind. So auf krass, TikTok geht das Ganze übrigens weiter. Hier tanzen minderjährige Kinder Tanztrends nach, die gerade im Hype sind, zu englischen Songs, dessen deutsche Bedeutung sie vermutlich nicht mal verstehen. Yana, I'm a freak. Handcuffs, leashes, switch my wig, make them feel like a G-Tam. I like boarding jets, I like morning sex, but nothing in this world. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking. Oh, wow. Das ist halt anders krass, tut mir leid. Ah, das hittet halt anders, Alter. Ey, wirklich. Deswegen ist so wichtig, dass Eltern da drüber gucken. Ja. Digga, du kannst doch nicht deine 14-jährige Tochter zu einem Song I Like Morning Sex tanzen lassen.
Ja, das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Also, aber das war ein Trend TikTok. Aber oder vielleicht wollten sie die Statistik der Männer, die ihren Inhalt schauen, nach oben treiben. Das kann natürlich sein. Ja, aber jetzt muss man auch mal dazu sagen, also die, jetzt reden wir natürlich aus einem Alter raus, was völlig, ich glaube, wir neigen gerade auch krass dazu, viel zu reflektieren. Weil ich hatte mit 13 mein erstes Mal. Ich hätte mich mit dem Song identifizieren können. Bei mir war es 14, ja. Das ist jetzt auch echt schwierig. Also das ist halt, wir tun die jetzt so krass als Kinder ab. Und ja, es ist statistisch tatsächlich so, dass das erste Mal weiter nach hinten verschoben wurde. Also viele Jugendliche haben ihr erstes Mal jetzt im Alter von 16, 17. Mhm. Das hat sich krass verändert über die letzten 10, 15 Jahre. Das stimmt, das ist echt nach hinten gegangen. Ich war 13 und ich hätte mit 14 so einen Song auch. Ich weiß, was du meinst. Sexualität ist früher also auch schon Thema. Er wäre zumindest relevant gewesen, so nach dem Motto. Und er wäre für einige aus meinem Freundeskreis und so auch sogar nachvollziehbar gewesen. Ja. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, vielleicht sind wir hier auch so ein bisschen. Hast du recht? Vielleicht urteilen wir hier so ein bisschen aus unserem Elfenbeinturm, weil wir vergessen haben, dass vielleicht. Das ist jetzt das Weirdeste, was ich je in meinem Leben vielleicht live gesagt habe, aber der Kontext jetzt ist wichtig. Aber vielleicht ist sie 14 oder 15 und fühlt das, was in diesem Song besungen wird. Wir denken uns jetzt allerdings nur mit über 30 halt so, hä? Es macht statistisch gesehen alles Sinn, Florian. Ne? Also wisst ihr, wie ich meine, ohne dass ich glaube, du hast recht, weil ein Problem dieses Videos ist, dass halt verschiedene Altersgruppen und gerade bei so jungen Menschen sind die Unterschiede ja immens, gerade in dem Alter zwischen 8 und 14 passiert so viel und da die alle in einen Topf hier gerade geworfen werden, ist man natürlich schnell geframed und denkt sich so, aber das sind doch die, denkt doch, jemand muss an die Kinder denken. Genau das. Denkt doch irgendjemand an die Kinder. Aber wir hatten auch eben Influencer mit 4 Jahren. Bevor die Szene hierzu kam und da das war recht. Das ist natürlich wirklich schwierig. 100%, ja. Es ist ein weites Feld. Das ist ein bisschen doll. Ja, sorry, also, aber eine Sache kommt noch dazu. Wir hatten halt damals kein fucking Social Media, Alter. Ja. Nee. Das ist wirklich die gratis Grabbeltüte für Pädophile, die keinen Bock haben, sich im Darknet irgendwie strafbar zu machen. Das ist wirklich das. Das ist das da. Jetzt mal Real Talk, ein Glück gab es damals kein Social Media. Wer weiß, was ich für Scheiße gepostet hätte, Mann. In dem Alter habe ich Musik von Frauenarzt und solchen Leuten gehört und dachte, das ist cool. Und wer weiß, was ich für TikToks hochgeladen hätte. Also von Cool Savage und weiß ich nicht was. 1:1, wie meine ausgesehen hätten. gerade wieder vom Dealer neues Zeug bekommen. Strafrechtlich relevant auf jeden Fall. Ich sag euch. Dein Frauenarzt macht und Musik? Und der meiner Meinung nach jetzt muss ich mal fragen. Aber überleg mal, du tauschst einen Buchstaben aus und hast einen neuen Satz. Ich habe früher immer Musik vom Frauenarzt gehört. Ist so. Aber jetzt mal wirklich die Frage, auch an alle, die hier zuschauen, weil es ist ja schon ein bisschen her und wir haben auch jüngere Leute. Kennt man den heute noch? Schon, oder? Also für alle. Was noch heute noch? Ja, den kennt ihr. Also die Atzen kennt ihr sicherlich, oder? Ja, aber damals war er ein bisschen anders unterwegs. Ich sag nur, der kleine Mann. Ja, heute gucken sie ihn alle an auf Twitch, Livestreams etc. Ich sag nur menschenverachtende Untergrundmusik. Ey, kennt ihr den Song? Ja. Aber tatsächlich von Frauenarzt, das beste Ding, was es gab, war getunte Autos. Tut mir leid, das hatte nichts mit Frauen zu tun. Flo weiß sofort Bescheid. Getunte Autos.
Mit Megabass. Bisher der E-Girl Factory Trend. Eine vielleicht 14- bis 18-Jährige tut so, als würde man sie am Hals greifen und mit Make-up und Accessoires unfreiwillig in ein E-Girl umwandeln. Sie macht dann manchmal noch ein Ahegao-Gesicht und tanzt fast immer einen bestimmten Tanz. Und auch das hat Simplicissimus schön erklärt. Was ist überhaupt dieses Ahegao-Gesicht mit Zunge rausstrecken? Ja, das kommt aus der japanischen Pornografie und stellt den Ausdruck sexueller Ekstase dar. Nun. Ist das den Kindern und Teenagern, die diesen Trend machen, bewusst? Wahrscheinlich nicht. Und auch auf meiner Lieblingsplattform YouTube. Wahrscheinlich doch. Das ist ja das Ding. Ich glaube auch. Sie sind in einem Alter, wo sie Sex haben. Wahrscheinlich doch. Das muss man jetzt auch einfach mal hinnehmen. Mhm. Ich weiß, es nimmt gerade so ein bisschen eine Wendung, aber das war wirklich so, ich hatte diesen Aha-Moment, wo ich mir dachte, Moment mal, wann war Sex für mich eigentlich relevant? Ah ja, hast ja. Recht. Stimmt. Krass. Ja. Und wahrscheinlich ist es ihnen sehr wohlbewusst. Sie vergessen nur, und ich behaupte jetzt mal, sie vergessen es. Sie vergessen nur die krasse Gefahr, die damit einhergeht, weil eben alles öffentlich ist. Ja, für immer das, im Netz. Hast das du recht. Stimmt, hast aber du recht. Mein Top-Kommentar aus dem Chat übrigens, es heißt Hentai und es ist Kunst. Korrekt. Hentai ist Kunst. Das macht statistisch gesehen alles Sinn, Florian. Gibt es Tendenzen? Wenn ich zum Beispiel in einen cleanen Inkognito-Browser gehe und Bikini Hall eintippe, sind die ergänzenden Suchvorschläge unter anderem Bikini Hall Age 15, Bikini Hall Teenager, Bikini Hall Try-On High School, Bikini Hall Kind, Bikini Hall Teenager Try-On, Bikini Hall Age 14. Weil es beliebte Suchen sind. Komischerweise sind auch gerade immer Pool-Videos bei Kinderkanälen oder bei Familienkanälen ganz weit vorne bei den meistgesehensten Videos mit Millionen von Aufrufen. Und Eltern können die Insights zu jedem einzelnen Video sehen und die sehen, wie viele Männer sich das angucken. Und nochmal, ich will hier nicht jeden Mann schämen, ich will nicht erwachsene Leute schämen, die das angucken. Vielleicht sind es auch Eltern, aber es sind mit Sicherheit bei Millionen Views auch ein paar dabei von Menschen, von denen man nicht möchte, dass sie wissen, wie die Kinder nackt aussehen. Das ist absolut korrekt, aber auch hier, ich klinge jetzt so wie der Verteidiger der falschen Personen, aber in dem Fall möchte ich einfach mal alle 13, 14, 15-jährigen Jungs verteidigen, die eventuell einfach, weil ihre Eltern die Browserregeln so eingestellt haben, dass sie auf keinerlei pornografische Websites kommen und die halt sich dann Mädels in ihrem Alter auf YouTube angucken wollen. Das ist also, ne? Kann sein. Kann ja, sein, das da wird, auch wird die eine Rolle, das wird eine Rolle spielen, natürlich, auch bei da solchen auch die 13, 14-jährigen Jungs, die einen Google-Account haben, wo sie ja angegeben haben, dass sie 42 sind. Ja, das, also, ne, also, was hier jetzt so ein bisschen, was natürlich relevant ist, das schmälert die Relevanz des Themas, der Gefahr, die damit einhergeht, auf gar keinen Fall. Aber das ist jetzt hier so ein bisschen einseitig und man darf nicht vergessen, aber Millionen über Millionen Menschen im Alter von 12 bis 16 nutzen YouTube und suchen nach sowas, weil es ihrem Alter entspricht. Und das sind die meisten Leute, die diese Plattform gucken. Ja, oder kann auch sein, dass tatsächlich das eigene Mädels im gleichen Alter sind und sich gucken, ja. Was sind gute Bikinis für mein Alter? Nur hier wird halt gerade aufgrund dessen, wie es rübergebracht wird, suggeriert, das sind Suchbegriffe, ja, nur von Pädophilen. Ja, das hat wieder so, geframed, ne? Nein, ist es nicht. Das ist, wir hatten das vorhin bei einem anderen Thema ganz genau, so ich auch schon gesagt habe, so Statistik ist ja nicht umsonst eine Wissenschaft, da muss man halt wirklich mal genau auseinanderklamüsern, wie, was, wo. Es ist nicht so einfach schwarz-weiß alles. Ja, ist schwierig, aber das ist ja immer das Blöde, ne? Mhm. So sich damit auseinandersetzen ist halt super anstrengend. Ja, ist es. Es ist aber auch wichtig. Und das wird ja auch gemacht, zum Glück. Ja, zum Glück. Unter anderem hier. Hey. Hallo. Manchmal. Betonung auf manchmal. Eigentlich sind wir auch ziemlich festgefahren, geframte Idioten. Ja. Und wo sie wohnen. Follow Me Reports hat 2019 so wie noch jeder etwas Mensch Erschreckenderes nebenbei aufgedeckt. Kinder, die ihre Kanäle augenscheinlich ohne Kontrolle außer der Paul Eltern führen, werden zum Beispiel in Livestreams unter anderem dazu aufgefordert, sich Duschgel auf die Füße zu schmieren oder besonders schnell zu atmen. Oh nein! Und machen es, weil sie es nicht verstehen, was sie da tun. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, das Thema gilt nicht nur für Kinder, die bekannt sind im Internet. Mir wurde zum Beispiel der Instagram-Account eines deutschsprachigen eindeutig minderjährig. Ich möchte mir gerade mit geweihtem Wasser die Ohren waschen und ja, die Augen. Das ja, war, das kam jetzt. Sie spricht vorhin noch eine Triggerwarnung aus. Und jetzt und nicht? Sorry, aber.
Durch Gel über die Füße laufen lassen. Ja, das ist alles schon. Oh Gott, ey. Das war Mann, nicht. Alter. Menschen sind ekelhaft und das Internet ist einfach ein widerlicher Ort. Und umso schneller man das versteht, umso eher kann man auch seine eigenen Kinder davor schützen, Alter. Schützt eure Kinder. Das auch nur irgendwie 200 Abonnenten. Und sorgt dafür, dass sich eure Kinder schützen. Stark. Mit einem Schlagring im Schulranzen, Olli. Ja, was natürlich. Was hast du denn gedacht? hat, welches den am Halspack-Trend von TikTok kopiert, oh, come anmutig on. Tanzt oder sich zu einem Cardi B-Track weißen Schaum ins Gesicht schmiert. Ziemlich wahrscheinlich ohne Absegnung der Eltern. Sorry, dass ich lache. Ihr müsst wissen, das ist bei mir ein Verarbeitungskomplex, ja, wenn ich bei sowas lache. Das ist aber auch an Absurdität nicht zu überbieten, Alter. Was? So. Scheiße. I'm dead now. Nicht wirklich, ah. Oder? Ey, Digga, du bist dead in 3 Monaten oder so. Alter. Nee, stimmt gar nicht. Aber Instagram hat ja in ihren Richtlinien stehen, dass sie ab 13 sind. Also, die sind raus. Klärt eure Kinder, sofern ihr welche habt, bitte auf. Und schaut euch die Geräte, die sie benutzen, an. Schränkt die an den wichtigen Stellen ein. Und jetzt nochmal ein Gedanke zu Kinderinfluencern. Mit Sicherheit kann es diesen Kindern in ihrer Entwicklung richtig viel geben. Und ich will sie jetzt auch nicht grundsätzlich bashen. Mir ging es in diesem Video aber eindeutig um die negativen Aspekte, weil die meiner Meinung nach viel zu wenig hervorgehoben werden. Es kann vermutlich sehr viel Spaß machen. Es kann eine Chance sein, Reisen, Dinge, Aktivitäten zu erleben, zu denen ein normales Kind niemals die Möglichkeiten hätte. Nur zu welchem Preis? Meiner Meinung nach zu einem zu hohen. Und neben Eltern sollten Plattformen mehr in die Verantwortung gezogen werden. Kinder auf solchen Plattformen unter 13 sind meines Erachtens ein absolutes No-Go. Und alles darüber ist dann Auslegungssache. Wenn ihr auf diese Thematik aufmerksam machen wollt, teilt dieses Video gerne. Ich würde mich freuen. Hier sind noch 2 andere Videos von mir zu sehr ähnlichen Themen. Und nächstes Mal gibt es dann mal was ohne Kinder-Influencer. Wenn ihr das nicht verpassen wollt. Können wir saudreist sein und da 2 Videos von uns platzieren? In der Reaction. Das in der lustig. Reaction 2 Videos von uns platzieren. Finde ich lustig. Lass mal. Kann man. Abonniert diesen Kanal. Ich bin für heute raus. Oh, schwieriges Bild. Wir wechseln auch ganz schnell aufs Just Chatting. Ja, sorry, ja, Freunde. Ja, aber das möchte ich nicht verantworten. Oh. Alter Falter. Also, ja, bisschen langatmig, aber wichtiges Thema. Harter Tobak. Ja, bin ich. Heieiei, also uns ist das ja bewusst. Wir sind ja in dieser Welt viel unterwegs. Ja. Das klingt jetzt völlig falsch, es tut mir leid, aber wir sind in der Influencer-Welt. Wir gucken unterwegs. Uns viel Kinder-Content an. Ja, genau, nein. Aber es ist dann doch immer wieder krass zu sehen, wenn man das so en Detail, also man weiß, dass sowas passiert, das ist nichts Neues, aber wenn man das so en Detail sieht, dass sich irgendwelche unter 10-jährigen Mädchen Duschschaum ins Gesicht schmieren, um das geht zu weit. Freunde, lasst uns gerne trotzdem Daumen nach oben da und schaut euch jetzt noch ein lustiges Video an. Von denen haben wir auch ganz viele. Bis dann. Hab die Sau. Hast du ihn? Ja. LOL! Er hat ihn.